Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor ein paar Tagen wollte ich eigentlich ein anderes Video drehen, habe mich aber jetzt dazu entschlossen, dieses Video zu drehen. Es soll um meinen Beruf als Marionettenspielerin gehen. Mir wurde eine Frage gestellt, wie ich zum Beispiel zu diesem Beruf gekommen bin. Das möchte ich gerne beantworten und ich möchte auch über die aktuelle Lage mit dem Lockdown sprechen, wie es mir damit persönlich geht und wie ihr mir vielleicht mich ein wenig unterstützen könntet und mir eventuell helfen könntet. Ja, kurz und knapp würde ich mal sagen, reicht erstmal. Wenn euch das jetzt interessiert, dann würde ich euch bitten, dran zu bleiben und das Video bis zum Ende anzusehen. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, los geht's! Es ist jetzt morgens und ich hatte überlegt, ich mache mich jetzt fertig und wir unterhalten uns einfach mal ein bisschen. Fangen wir einfach mal mit der aktuellen Lage momentan an, den Lockdown. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, also wer jetzt zum allerersten Mal ein Video von mir einschaltet, ich bin vom Beruf Marionettenspielerin und demzufolge zähle ich unter Künstler und die Kunstbranche. Das heißt, Lockdown ist für mich aktiv. Man muss dazu sagen, als im März der Lockdown kam, war alles sehr, sehr unsicher. Man wusste gar nicht Bescheid, man wusste überhaupt nicht, wie lange wird das gehen, wie groß ist die Gefahr, wie geht's weiter und, und. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich und mein Beruf sind eigentlich aus diesem ersten Lockdown nie so richtig rausgekommen, weil sich das alles ein wenig schwieriger gestaltet, als man manchmal denkt. Das erstmal dazu. Das heißt, dieser Lockdown ist eigentlich nur eine Weiterführung des Lockdowns von Teil 1. Deswegen ist es eigentlich überhaupt keine Überraschung für mich und ich war auch nicht gar zu schockiert, aber es hat doch mich mehr angefressen, als ich gedacht hätte, weil es einfach Mist ist, wenn man immer wieder merkt, deine Vertragspartner rufen dich an und tun Absagen und das ist einfach nicht schön, absolut nicht, wünsche ich keinen. Ich wünsche niemanden, der gerne arbeitet, dass man ihm verbietet zu arbeiten. Ganz egal aus welchen Gründen auch immer. Ich hätte niemals gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Ich weiß, dass das schon mal möglich war in meiner Branche, nämlich zu DDR-Zeiten. Da gab es eine Lizenz, die du beantragen musstest, musstest sozusagen eine Prüfung ablegen und wenn du die bestanden hattest, dann durftest du deinen Beruf ausüben. Wenn du ihn nicht bestanden hast, musstest du ein halbes Jahr warten, bis du dann wieder zu einer Prüfung zugelassen worden bist, aber bis dahin durftest du kein Geld verdienen. Das kann man in etwa genauso gleichstellen. Ich bin eigentlich ziemlich frei groß geworden und habe gelernt, wer will, der kann. Und er kann auch das erreichen, was er will und auch schaffen, was er will. Und jetzt ist es so, ich will, aber ich darf nicht. Und das ist echt doof. Ja, so kann man das in etwa sagen. Es ist für mich nicht so einfach. Vor allen Dingen, jeder Künstler wird mir, denke ich mal, beipflichten. Ich sage, jemand, der Künstler wird oder in dieses Künstlergenre dazugehört, der macht das als Berufung. Der ist nicht einfach Künstler geworden, sondern es liegt ihm im Blut. Er kann eigentlich gar nichts dagegen so richtig machen, denn es ist einfach sein Ding. Und er macht das mit Herzblut, mit Liebe und auch mit seinem Leben. Und da ist das immer ein bisschen schwierig. Ich vermisse das Publikum. Das Geld ist die eine Sache.
dass man plötzlich ohne Geld dasteht, plötzlich nicht mehr genau weiß, wie soll man das finanzieren alles. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist einfach mal, du vermisst es. Du vermisst das Publikum, du vermisst, wie sie vor deiner Bühne reagieren, die strahlenden Augen der Kinder, die Erwartungen, das Lachen, auch Weinen und zum Schluss die Begeisterung, wie schön es doch gewesen ist und der Applaus zum Schluss. Das sind die Sachen, die eigentlich wirklich einem fehlen. Es ist weniger, dass es nur ums Geld geht, weil das wird sehr häufig dahingestellt. Natürlich geht es auch ums Geld. Ich muss ja essen, ich muss trinken, ich muss eine Familie ernähren. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass ich das halt mit meinem Leben und mit Lust und Liebe mache. Und dass ich das demzufolge auch vermisse. Da kommt man auch dort rein, sozusagen, wie bin ich zu diesem Beruf gekommen? Es liegt mir im Blut. Ja, so kann man das sagen. Es liegt mir im Blut. Ich bin hinter einer Marionettenbühne groß geworden. Meine Eltern sind Marionettenspieler, genauso wie meine Großeltern. Ich persönlich bin in der 7. Generation ein Marionettenspieler aus einer Traditionsdynastie und Traditionsfamilie. Und ich bin halt hinter der Bühne groß geworden. Als ich alt genug war, habe ich angefangen mitzumachen. Habe erst kleine Rollen angefangen zu spielen. Habe gelernt, wie man mit einer Marionette umgeht. Habe dann größere Rollen gespielt. So wächst man halt da rein. Also, wenn mich jemand fragt, wie lange brauchst du, um das zu lernen, kann ich dir das nicht sagen, denn ich bin reingewachsen. Ich hab's halt gelernt. Ich bin immer der Meinung, man muss ein klein wenig Talent mitbringen, aber ansonsten kann man alles lernen, wenn man das will. Ein bisschen Talent zählt dazu und man muss einfach einen Hang dazu haben. Nun ist es halt so, dass ich in einem Alter auch gewesen bin, in der 10. Klasse und meinen Abschluss gemacht habe, dass ich da auch noch nicht zu dem Zeitpunkt wusste, was will ich werden, was will ich machen. Ich wusste, dass ich eine Ausbildung machen will und dass das Theater immer ein Teil von mir sein wird. Dass ich es dann richtig beruflich mache, das hat sich dann erst später entschieden. Aber ich hatte eigentlich erst versucht, eine Ausbildung zu machen und bin ganz ehrlich, ich bin kläglich gescheitert. Ich habe mehrere Ausbildungsstätten gehabt und manchmal war es auch, eigentlich war es nie meine richtige Schuld. An der einen Sache war, habe ich gekündigt, weil mir der Wirt nachgestiegen ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, kann ich vielleicht ja mal als Storytime-Video machen. Da habe ich dann einfach gesagt, nö, nicht mit mir und habe gekündigt und ich habe mich sehr wohl dabei gefühlt zu kündigen. Dann war ich in einer Bäckerlehre und bin nach der Probezeit sozusagen nicht weiter übernommen worden, weil da sich eigentlich schon rauskristallisiert, das ist nicht dein Ding, das ist nicht dein Job, du solltest lieber in deiner künstlerischen Schiene bleiben, das ist dein Ding. Und dann habe ich versucht, mein Fachabi zu machen. Dabei hat sich allerdings herausgestellt, wenn man sein Fachabi in Sachsen machen will, aber seinen Abschluss in Brandenburg gemacht hat, ist das eine ganz dumme Idee. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr man sich vielleicht damit auseinandergesetzt hat, wie das Schulsystem funktioniert, aber Brandenburg hat zum Beispiel 2005 erst die Prüfung eingeschafft. Die Abschlussprüfung. Das heißt, ich bin 2005 aus der Schule gekommen und war das erste Jahr in Brandenburg mit den Prüfungen. Das heißt, es waren nicht sehr viele Prüfungen, die es überhaupt gab und es war das erste Prüfungsjahr. Das heißt, ich bin da relativ gut durchgeschlittert, ohne große Probleme. Aber man stellt fest, wenn man das Schulsystem in Brandenburg anguckt und das Schulsystem in Sachsen anguckt, dann stellt man schon fest, es fehlt ja einfach Dinge aus dem Schulplan. Und wenn man dann sich in Sachsen hinstellt, okay, ich mache jetzt mein Fachabi, stehst du dann echt ein bisschen dumm da, weil plötzlich irgendwelche Sachen kommen, die du nie gelernt hast, weil das in Brandenburg gar nicht im Lehrplan steht. Das ist ein Problem, was ich eigentlich auch sehr ankreiden muss, denn würde das Schulsystem in Deutschland einheitlicher sein, hätten viel weniger Menschen Probleme damit. Denn ich bin nicht die Einzige, die
zum Beispiel unterwegs zur Schule gegangen sind. Meine Eltern sind noch von Ort zu Ort gereist. Ich bin unterwegs zur Schule gegangen, habe mehrere Schulen demzufolge besucht. Insgesamt waren es 40 Schulen bis zur 10. Klasse und da bin ich noch unter den wenigen Schulen. Also 40 Schulen sind bei uns wenig. Also zum Beispiel, ich habe auch Geschwister. Meine große Schwester, die ist in 85 Schulen ungefähr gegangen und mein Bruder ist in 112 Schulen gegangen. Also könnt ihr ungefähr euch vorstellen, dass bei mir das sogar relativ wenig gewesen ist. Und wäre damals das Schulsystem überall gleich gewesen, hätte ich besser abschneiden können, denke ich. Als so. Also, und ich bin ja nicht das einzige Kind, was auf der Reise groß geworden ist. Es gibt auch noch andere Kinder, die auf der Reise groß werden. Und nicht jeder Zirkus zum Beispiel oder Schausteller kann sich einen Privatlehrer leisten, der mitreist. Das gibt es nur bei den größeren Zirkussen zum Beispiel. Da gibt es Privatlehrer, die halt mitreisen, wo die dann richtig Schule machen, aber halt auf ihren Plätzen, wo sie sich gerade befinden. Andere haben es nicht so einfach, die müssen halt ständig die Schule wechseln. Und wenn überall das Schulsystem anders ist und die anders weit sind, ist es natürlich schwierig, ordentlich Schule zu machen und alles ordentlich zu lernen. Das mal so ganz kurz mal angeschnitten. Dadurch bin ich aber zu dem Beruf gekommen. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Mein Mann war selbstständig mit seinem eigenen Theater. Der kommt auch aus einer Dynastie, ist in der 6. Generation. Und dadurch kommt das halt so ein bisschen zustande, dass man halt ja, sich gesucht gefunden hat, die gleichen Vorlieben hat, sozusagen für den Beruf auch. Und ja. Wir sind zusammengekommen. Ich bin dann irgendwann schwanger geworden und als das Kind dann da war, ist das hinter der Bühne genauso groß geworden wie ich. Nicht ganz so wie ich, weil das halt heutzutage alles ein bisschen anders abläuft. Also ich bin nicht mehr gereist, nicht mit dem Wohnwagen von Ort zu Ort gereist, weil sich das einfach nicht mehr rentiert. Aber man hat sich als Künstler jetzt in meinem Genre, als Marionettenspielerin, hat man sich der Situation immer angepasst. Es gab zum Beispiel früher zu Kriegszeiten, da hat man kein Geld genommen, sondern da hat man einfach gesagt, okay, ihr gebt uns Nahrung, ihr gebt uns Medikamente oder halt Baumaterial, um Dinge wieder instand zu setzen. Das hat ausgereicht. Um zu sagen, wir spielen eine Vorstellung für sie und sie bringen mir ein Stückchen Brot mit oder sonstiges. So hat man sich gegenseitig unterstützt. Das Publikum oder die Bevölkerung war sehr dankbar dafür gewesen, dass man das so gemacht hat, weil sie konnten mal abschalten von dem ganzen Drama um sich herum und konnten einfach mal durchatmen, einfach mal kurz die Problematik vergessen. Und das hat denen eigentlich immer sehr gut getan. Ich suche meine Kette. Da liegt sie nicht. Da liegt sie nicht. Ah, da liegt sie. Ich bin gleich wieder da. Da liegt sie. Hab sie gefunden. Dann auch zur Wendezeit war es auch ziemlich schwierig. Es hat sich geändert, alles ein bisschen. Man hat sich immer angepasst. Zum Beispiel unsere Bühnen sind kleiner geworden, dass wir halt zum Publikum kommen konnten. Das heißt, früher ist das Publikum zu uns im Saal gekommen und wir sind dann zum Publikum gekommen. So, ich wurde gerade ein wenig abgelenkt. Wo war ich denn eigentlich gerade? Naja, man hat sich genau der Bevölkerung und dem Publikum angepasst. So war es halt damals, dass das Publikum zu dir in den Saal kam und jetzt ist es halt so, dass wir zu dem Publikum kommen. Und es war in der Geschichte immer so, wenn ein geschichtliches Ereignis passiert ist, machen wir uns nicht vor, es gehen immer welche unter. Während früher noch vor zu DDR-Zeiten und so gab es noch um die 200 Marionettenbühnen. Inzwischen kann man die an den Händen abzählen, also kann man sich ungefähr vorstellen, dass jedes Ereignis die Kunst gekostet hat. Und jetzt ist es halt so, haben wir diese Zeit und
Machen wir uns nichts vor, es werden einige untergehen. Und das ist einfach traurig, weil der Staat sie alleine lässt. Das ist einfach mal ein Fakt. Für außen sieht es so aus, als würden sie Hilfe bekommen, aber die Hilfe ist keine Hilfe. Und das kann ich euch auch ganz genau erklären. Zum Beispiel im März bei dem ersten Hilfspaket hatten wir das Problem, dass man nur Betriebskosten davon bezahlen müssen. Doch Leute, so wie unser eins, haben so gut wie keine Betriebskosten, sondern leben halt von dem, was wir verdienen. Wir zahlen davon Miete, Strom, Telefonrechnung, Internet, tun auch unsere Sachen instand setzen, ja, aber das sind die wenigsten Kosten. Dann war es so, dann gab es das zweite Hilfspaket, wo man die Möglichkeit gehabt hatte, halt auch seine Sachen zu bezahlen. Wo aber dann sich herausgestellt hat, und das weiß ich aus sicherer Quelle, ich kenne nämlich jemanden, der wollte das beantragen und ist dann stecken geblieben in dem Antrag. Das lief alles übers Internet. Und da kam irgendwann diese Frage: Haben Sie in dem ersten Hilfepaket schon Geld bekommen? Und wenn du da ja angekreuzt hattest, hat sofort abgebrochen, hat gesagt, sie können hier kein Geld haben. Das heißt, das zweite Hilfspaket war für die meisten Leute halt auch nicht da, kann man sagen. Und jetzt ist es so, dass ja veröffentlicht worden ist, das ist mein letzter Stand, den ich im Kopf habe, also dass man für den November 75% des Vorjahres, November 2019, das Geld kriegen würde. Problematik bei den Künstlern: Der November läuft immer relativ schlecht. Ganz einfach erklärt, man macht Vorbereitungen für die Adventszeit. Das heißt, die Adventszeit ist eigentlich ein Monat, der sehr, sehr gut läuft bei fast allen. Aber der kann nicht gut laufen. Dieses Jahr wird ganz schlecht. Ganz egal, ob wir dann im Dezember die Erlaubnis bekommen, wieder arbeiten zu dürfen oder nicht. Es läuft schlecht. Ist einfach so. Man erholt sich nicht so schnell davon, weil die Vertragspartner auch unsicher sind, Angst haben, sich nicht genau wissen, wie sie sich verhalten müssen, und damit hast du Probleme. Und wir fallen auch aus dem Raster des Hygienekonzepts, da wir ja zu dem Publikum kommen und keinen eigenen Saal haben. Wir haben auch ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir einen Saal haben. Da hatten wir auch ein Hygiene, Konzept, was genehmigt worden ist. Und das sind halt die nächsten Sachen. Man hat alles dafür getan, dass man eine Möglichkeit hatte, zum einen zu arbeiten und zum anderen aber auch das Publikum zu schützen. Und man hat sehr viel sich bemüht. Restaurants haben ihre Restaurants halt umgestaltet, sodass es möglich war, haben Geld reingesteckt, obwohl schon der Geldhahn zugedreht war, kann man so sagen. Und dann stellt sich dort oben die Leute hin und sagen, du darfst trotzdem nicht mehr arbeiten, obwohl du dich bemüht hast. Und das ist das, was nicht fair ist. Genauso, was nicht fair ist, ist halt, dass viele der Bevölkerung nicht richtig informiert werden diesbezüglich und teilweise dann du zu hören bekommst, dass du daran schuld ist, dass die Zahlen wachsen. Dabei ist es eigentlich, wenn man sich mal genau überlegt, nicht einer hat sich im Theater angesteckt. Und das sind die Sachen, die einfach, man fühlt sich unfair behandelt, man fühlt sich hilflos, es gibt keine Perspektive für uns oder eine Möglichkeit weiterzumachen und man fühlt sich im Stich gelassen. Und das ist eigentlich das größte Problem an der Sache. Ich meine, man kann ja verstehen, dass man die Bevölkerung schützen will und dass man dafür sorgen will, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Aber man darf doch auch die Menschen nicht dahinter vergessen. Einfach zu sagen, ihr dürft nicht mehr arbeiten und da keine Perspektive schaffen, das ist nicht die Lösung und das hilft auch nicht. Und ihr könnt gerne eure Meinung hier drunter in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, wenn wir diskutieren, Meinungsaustausch machen, aber bitte in einem ordentlichen Ton. Ich sage nur, weil jemand eine andere Meinung hat, heißt das nicht, dass er falsch liegt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, wie ihr mich eventuell unterstützen könnt. Ich habe überlegt, da ich jetzt im November ja ein bisschen mehr Zeit habe und ich bin ein Mensch, der ziemlich viel
nachdenkt und nachdenklich ist. Und ich brauche ein Projekt. Wir haben ein Projekt für Dezember. Wir werden das Dezember-Projekt trotzdem vorbereiten, auch wenn wir, naja, irgendwo im Hinterkopf steckt ja einfach, dass wir es vermutlich gar nicht aufführen können. Aber wir werden es trotzdem vorbereiten. Aber diesbezüglich habe ich mir vorgenommen, mehrere Videos zu drehen. Das heißt, ich werde jetzt mehr Content produzieren diesen Monat, um mich einfach ein bisschen davon abzulenken, um nicht zu viel nachzudenken. Und ihr könnt mich damit unterstützen, indem ihr die Videos halt anklickt, sie komplett anseht, kommentiert und vor allen Dingen, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Es ist so, wenn ich zum Beispiel Werbung auf meine Videos schalten könnte, könnte ich damit Geld verdienen. Aber Werbung kann man erst auf die Videos machen, wenn man mindestens 1000 Abonnenten hat und eine gewisse Anzahl an Wiedergabeminuten. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ihr die Videos anguckt, so viel wie möglich, komplett wenn möglich, und dass ihr mich halt auch abonniert. Ich will niemanden dazu zwingen, dass er das tut. Es soll jeder freiwillig tun, aber wenn ihr mich helfen wollt und mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das in diesem Sinne. Ich bin kein Typ für ein Spendenkonto oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte etwas dafür tun. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, mehrere Videos zu drehen. Es werden unterschiedliche Videos sein. Ich werde halt das machen, was mir möglich ist von zu Hause aus. Es wird zurzeit keine Horrors geben, denn ganz ehrlich, ich mache euch da nichts vor. Ich habe weniger Geld zur Verfügung, als ich im letzten Jahr habe und muss deswegen genau überlegen, wofür ich was ausgebe. Und deswegen wird es keine Hauls geben. Aber ich werde trotzdem versuchen, euch vielseitig verschiedene Themen an Videos zu drehen. Ich habe gerne Lust, über verschiedene Themen zu sprechen, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir halt uns fertig machen, schminken und über Themen reden. Das fände ich toll. Das macht mir auch sehr viel Freude. Ich könnte über verschiedene Stories aus meinem Leben erzählen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach nachfragen, auch unten in die Kommentare stellen. Ich habe überlegt, halt verschiedene Themenlooks mit Make-up zu schminken, mit dem, was ich halt zu Hause habe. Das macht mir persönlich sehr viel Freude und auch sehr viel Spaß. Dann habe ich noch meine Drachensammlung, die ich unbedingt mal abdrehen wollte, was ich bis jetzt noch nicht getan hatte. Und verschiedene Dinge. Es wird auch über das Theater noch ein paar Videos geben. Ich kann euch zum Beispiel mal unser Lager zeigen, unsere Puppenstube, was eigentlich so alles dazugehört. Das kann ich machen. Wenn ihr noch weitere Videoideen hättet, was ich so abdrehen könnte, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde mir helfen, damit ich auch weiterhin kreativ bleiben kann und euch guten Content bieten kann, so gut wie ich es halt kann und wie es mir möglich ist. Es wird auch wieder Haarfärbevideos geben. Ich habe es mal wieder nötig hier, ist ganz schön ausgewaschen. Aber da würde ich halt immer wieder gerne es einbeziehen, über gewisse Themen zu sprechen. Also, wenn euch Themen interessiert, unten rein. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video ein klein wenig gefallen hat und es ein bisschen interessant für euch gewesen ist. Und wie gesagt, abonniert mich, wenn ihr mich unterstützen wollt. Abo-Button ist da, Verlinkung ist auch da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.